Ich hätte jetzt die Redereihenfolge gewählt, wie vorgeschlagen, aber von der AfD liegt mir noch keine Wortmeldung vor. Deswegen hat zunächst der Abgeordnete Müller von den Freien Demokraten das Wort. Also ich habe nichts hier vorliegen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Mord am 1. Juni 2019 ist bis heute nicht begreifbar und nicht fassbar. Mit Dr. Walter Lübcke wurde einem Menschen das Leben genommen, der nicht nur Vater und Ehemann war, sondern auch sich für die Belange eben gerade von Flüchtlingen eingesetzt hat und für die Integration eingestanden hat und diese moralischen Werte auch glaubwürdig vertreten hat. Und das Schlimme ist, dass er auch gerade dieser, auf der Grundlage gerade dieser politischen und menschlichen Ansichten am Ende getötet worden ist. Und das ist ein unbegreiflicher Akt, eine unbegreifliche Tat für die Familie, aber es ist eben auch ein Angriff auf unsere gesamte demokratische Gesellschaft. Deswegen ist es unsere Aufgabe hier im Hessischen Landtag, eben auch zu schauen, wo sind mögliche Fehler, Missstände gewesen, die es begünstigt haben können. Und da geht es nicht darum, mit Schaum vom Mund irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern es geht darum, diese Fehler aufzuzeigen, um auch zu schauen, wo können wir in Zukunft Strukturen und Abläufe verändern, damit solche Taten künftig möglichst ausgeschlossen werden können, meine Damen und Herren. Ich hatte gehofft, dass wir heute hier genau diese einvernehmliche Position zum Ausdruck bringen, bin aber etwas verwundert tatsächlich an der Stelle über den Beitrag auch von Ihnen, Frau Claus. Ich muss es so klar sagen. Sie haben eben gesagt, Sie brauchen den Untersuchungsausschuss nicht, weil wir im Innenausschuss schon alles aufgeklärt haben. Haben Sie mehrfach betont, Sie wollen ihn auch nicht, aber Sie sehen es als Ihre Pflicht an. Puh, das habe ich ehrlich gesagt intellektuell nicht nachvollziehen und verstehen können. Ich glaube, wenn man wirklich schauen will, und unsere Aufgabe ist es nicht, den Mord aufzuklären, das macht das Gericht, das ist auch schon dabei, aber wir müssen schauen, was in den hessischen Behörden, in Sicherheitsbehörden, auch beim Verfassungsschutz anders hätte organisiert werden können, und zwar auch schon in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass es da sinnvoll ist, und das sind wir auch der Familie schuldig, alles das aufzudecken, um eben Strukturen und Abläufe verbessern zu können, um eben darauf eingehen zu können und zu schauen, dass wir das künftig verhindern können. Und das ist unsere Aufgabe, und deswegen ist der Untersuchungsausschuss das richtige Instrument, um da entsprechend auch nachzuschauen und die nächsten Wochen und Monate sich intensiv damit zu beschäftigen und diese Dinge aufzuarbeiten. Hoffe ich, davon gehe ich auch aus. Es kam nur eben nicht so entschlossen und entschieden rüber. Also der Unterschied zwischen der Rede von Herrn Wagner und von Frau Claus ist schon ein Stück weit deutlich geworden. Und das finde ich schade, weil wir jetzt die Chance haben, gemeinsam dieses Aufklärungsinteresse und auch zu schauen, was wurde in der politischen Arbeit in der Vergangenheit gemacht, das entsprechend auch offensiv hier zu vertreten. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn eine Regierungskoalition selbst so einen Untersuchungshaus mitträgt. Ja, aber es kam eben so rüber. Es kam eben so rüber, und wir können gerne das Wortprotokoll uns anschauen, da steht es ja drin. Und wenn Sie, Herr Wagner, schon dazwischen rufen, will ich zumindest daran erinnern, es ist nicht taktlos. Es ist, weiß Gott, nicht taktlos, Herr Wagner. Haben Sie mir nicht zugehört? Ich will Sie aber trotzdem auch noch einmal darauf hinweisen, wenn Sie sagen, es war der erste Mord an einem Politiker. Das ist auch taktlos, weil auch Heinz-Herbert Karrie hatte eine Familie. Und auch er wurde ermordet in Hessen. Ja, aber ich glaube, man sollte, wenn es hier. Ja, aber, sorry, wenn es jetzt heißt, es geht nur um Rechtsextremismus, es geht hier um Morde aus extremistischen Gründen an Politikern. Und ich glaube, da ist es erst einmal egal, ob es ein rechtsextremistischer, ein linksextremistischer oder was auch immer für ein extremistischer Mord war. Das hat alles Relevanz. Und deswegen das so auszuschließen, finde ich nicht geschickt. Ich hoffe, dass wir auf der Seite, wo die strafrechtliche Aufarbeitung gerade stattfindet. Und der Prozess hat hier in der letzten Woche begonnen. Und ich glaube und hoffe, dass er
einen noch etwas reibungsloseren Verlauf nimmt und dass auch dort die Anwälte ihre entsprechende Bedeutung und strafrechtlichen Aufgabe auch entsprechend gerecht werden und dass das läuft. Wir hier werden uns der politischen Aufarbeitung annehmen, und es gibt einen ganzen Haufen Fragen. Welche Anbahnungsversuche gab es vom Verfassungsschutz, um Markus H. für sich zu gewinnen? Wurde öffentlich berichtet. Wie war das genau mit der Waffenbesitzkarte? Was für Informationen hat der Verfassungsschutz über rechtsextreme Aktivitäten von Markus H., die möglicherweise auch nicht weitergegeben wurden? Auch das wurde berichtet. Wieso galten Markus H. und Stefan E. als abgekühlt, obwohl ein brandgefährlich, so scheint eine Zeitung auch zu lesen, entsprechend am Dokument angebracht war? Welche rechtsradikalen Aktivitäten wurden nach 2009 von E. Punkt, auch wenn vor Gericht die Klage läuft, mich versuchen, auf E. Punkt zu konzentrieren, und H. Punkt vorgenommen? Welche Erkenntnisse gab es zu diesen Aktivitäten? Welche Rolle spielte auch möglicherweise Andreas T. als Verbindungsmann und V-Mann in dem Bereich? Wie wurde das Parlament, ja, ist ein V-Mann, völlig korrekt. Vielen Dank für diesen Zwischenruf, der zwar nicht zulässig war, aber in Ordnung war es in Ordnung. Alles gut, er weiß eben alles, so ist es. Wurde das Parlament und die Öffentlichkeit zeitgemäß und immer rechtzeitig informiert? Auch das ist wichtig. Was war in Nordhessen ansonsten im Bereich des Rechtsextremismus unterwegs, meine Damen und Herren? Das alles sind Punkte, denen wir uns in einem Untersuchungsausschuss intensiv annehmen werden. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass wir das noch einmal tiefgründig in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Und das ist eine Pflicht, aber es ist auch richtig, es zu machen, und wir wollen das auch machen. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir heute diesen Untersuchungsausschuss einsetzen. Ich bin sehr froh, dass wir ein hessisches Untersuchungsausschussgesetz haben endlich, weil die Monate, die wir in der Vergangenheit nach Einrichtung eines Untersuchungsausschusses damit verbracht haben, zu schauen, nach welchen Regeln, damals hieß das dann meistens PUAG oder Anwendung des PUAG analog, wir dann danach arbeiten, diese Debatten können wir uns jetzt sparen. An der Stelle tatsächlich der Dank an alle und auch an die Regierungskoalition, dass wir es geschafft haben, hier einvernehmlich ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das wird uns allen die Arbeit in den kommenden Wochen, wenn es losgeht, hoffentlich schon nächste Woche, erleichtern. Ja. Vielen Dank, Herr Bellino. Jetzt habe ich versucht, tatsächlich mal wieder einen Zusammenschluss zu finden und mal wieder Gemeinsamkeit zu formulieren. Versuchen Sie mir den Zwischenruf auch gleich wieder kaputt zu machen. Es läuft wirklich rund für Sie diese Woche. Anders kann man das nicht sagen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, aufgrund des HUAG, dass wir noch vor den Ferien erstens uns konstituieren können, zweitens, dass wir die ersten Beweisbeschlüsse einbringen können, damit die Sommerferien nicht sinnlos ins Land ziehen, sondern damit diese Zeit genutzt werden kann, um möglicherweise die ersten Akten auch schon rauszusuchen und vorzubereiten für den Untersuchungsausschuss. Ich bleibe dabei, und deswegen ist es auch nicht verkehrt, das anzusprechen, dass es auch ein klares und gutes Zeichen wäre, wenn der Opposition der Vorsitz zugestanden würde in diesem Falle, weil es ein echtes Aufklärungsinteresse zeigen würde. Deswegen ist es auch der richtige Vorschlag, den ich hier an der Stelle gerne auch noch einmal wiederhole. Abschließend möchte ich aber darauf aufmerksam machen, dass damit der Kampf gegen Rechtsextremismus nicht abgeschlossen ist. Der Kampf gegen Rechtsextremismus, und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, und da begrüße ich auch ausdrücklich, dass der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz das genauso klar auch auf den Punkt bringt und das auch benennt. Dem müssen wir uns annehmen, und das hat Arbeit weit über den Untersuchungsausschuss hinaus. Das bedeutet tägliche Arbeit von uns allen, aber auch den Behörden. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass daran nicht gearbeitet wird. Das wird es. Und wir müssen trotzdem schauen, ob wir da nicht auch immer noch besser werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Müller. Als nächstes hat dann der Abgeordnete Herrmann von der AfD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als allererstes möchte ich mich bedanken.
bei den Vertretern der Fraktionen der FDP und der SPD für die Unterstützung und das vertrauensvolle Miteinander bei der Erstellung des Hessischen Untersuchungsausschussgesetzes. Bei den Fraktionen der Regierungskoalition, der CDU und Bündnis 90 die Grünen und der Fraktion auch die Linken, die sich Diskussionen und Fragen in der Arbeitsgemeinschaft nie verschlossen hatten. Aber auch bei allen anderen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, die sich stets als gute und konstruktive Gesprächspartner erwiesen. An dem gemeinsamen Entwurf haben alle Fraktionen, auch die AfD, konstruktiv mitgewirkt. Alle Fraktionen, und die Betonung liegt auf alle, haben sich hier gemeinsam einvernehmlich auf eine gesetzliche Regelung geeinigt, wie in Zukunft Untersuchungsausschüsse des Hessischen Landtages zu verfahren haben. Die Arbeitsgemeinschaft HUAG im Hessischen Landtag ist daher ein sehr gutes Beispiel für die durchaus mögliche und in diesem Fall, darf ich sogar sagen, ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Fraktionen. An dieser Stelle möchte ich anmerken, die Zeit zur Schaffung eines Hessischen Untersuchungsausschussgesetzes war tatsächlich überfällig. Hessen fehlte ein eigenes hessisches Untersuchungsausschussgesetz mit Regelungen zur Einsetzung, Arbeitsweise und Ausgestaltung der Befugnisse des eingesetzten Untersuchungsausschusses. In Hessen wurde bisher vor allem nach der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags und sogenannten IPA-Regeln vorgegangen, die vor mehr als 50 Jahren für den Bundestag erarbeitet, jedoch nicht beschlossen wurden. Diese Regeln waren veraltet, schwammig und geeignet für viele Verfahrensstreitigkeiten. Nach hiesiger Auffassung war diese Praxis sogar rechtswidrig, da sich die Einsetzung, Zusammensetzung und Aufgaben der Untersuchungsausschüsse allein nach der Hessischen Verfassung und der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags zu richten hatte, aber eben ständig veraltete IPA-Regeln angewendet wurden. Durch die detaillierten, umfassenden gesetzlichen Regelungen des vorliegenden Gesetzentwurfs wird jetzt Rechtssicherheit für Untersuchungsausschüsse geschaffen. Das Hessische Untersuchungsausschussgesetz soll vor allem die Rechte der Opposition unter anderem durch eine Rotation zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktion beim Vorsitz stärken. Lange Zeit wurden Untersuchungsausschüsse wie etwa jüngst zum NSU-Mord an Halit Yozgat ausschließlich von Abgeordneten der Landesregierung geleitet. Dies stand im Widerspruch zum Dogma, dass die Untersuchungsausschüsse gerade der Kontrolle der Regierungsarbeit dienen sollen. Lassen Sie es mich so sagen, jedermann weiß, ein Jurist benötigt das rechtliche Rüstzeug, um arbeiten zu können. Jetzt haben wir endlich die Werkzeugkiste, welches die richtigen, notwendigen Werkzeuge enthält, um einen prozessual einwandfreien und fairen Untersuchungsausschuss führen zu können. Und das haben wir jetzt erfreulicherweise endlich gemeinsam geschafft. Es war allerdings auch schon lange überfällig, denn die anderen Bundesländer hatten schon lange allesamt ein solches Gesetz. Und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Es ist allerdings kein Ruhmesblatt für die Landesregierung, dass dieses Gesetz nun endlich zur Verfügung steht. Dafür hat die Landesregierung in dieser Sache viel zu langsam und träge reagiert. Aber wie heißt es so schön, was lange währt, wird endlich gut. Die alten Regeln des IPA, die stammen aus der 5. Wahlperiode des Deutschen Bundestages von 1968, sind jetzt endlich abgeschafft. Und jetzt kann mit dem richtigen Werkzeug der Mordfall Lübcke aufgerollt werden. Und wir werden uns konstruktiv dazu auch einbringen. Immer unter der Maxime, fair und lückenlos Aufklärung betreiben. Entsprechend werden wir dem Antrag unsere Zustimmung geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Herrmann. Als nächstes hat der Abgeordnete Schaus von der Fraktion Die Linken das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Mord an Dr. Walter Lübcke war in vielerlei Hinsicht eine traurige Zäsur. Rechtsradikale verübten zwar schon zuvor Morde und schwere Angriffe auch auf Amtsträger, wie zum Beispiel 2015 auf die Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker. Doch mit Walter Lübcke töteten Nazis offensichtlich erstmals seit 1945 in Deutschland einen Politiker. Und mit Dr. Walter Lübcke einen, der im besten Wortsinn christlich-demokratisch wirkte.
Alle Linke, als Linke haben wir an der Trauer Anteil genommen und wir sprechen der Familie, den Hinterbliebenen und Freunden von Walter Lübcke, auch der Fraktion der CDU, erneut unser tiefstes Mitgefühl aus. Und Frau Claus, es war selbstverständlich, und Sie hatten das ja angesprochen in unseren Gesprächen, dass wir im Untersuchungsausschuss Rücksichtnahme auf die Familie nehmen. Es gab meiner Erinnerung nach nie eine Diskussion darüber, Sie als Zeugen zu vernehmen. Und für unsere Fraktion will ich erklären, dass wir auch nicht die Absicht haben, es sei denn, die Familie oder einzelne Angehörigen möchten das selber tun. Also da kann ich sozusagen Ihre Bedenken nicht teilen, weil es, wie gesagt, nie Gegenstand unserer Verhandlungen und unserer Gespräche war, woher das kommt. Warum musste Walter Lübcke sterben? So schlimm es klingt, er hat sich besonders in 2015 öffentlich gegen rechte Hetze gewehrt und sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. Allein deshalb wurde er zur Hassfigur der politischen Rechten von lupenreinen Neonazis und Wutbürgern, über zahllose Blogs und Facebook-Gruppen der sogenannten Neuen Rechten bis hin zur AfD, Pegida und Erika Steinbach. Seit 2015 ergoss sich über ihn aus diesem Spektrum kübelweise Dreck, Hass und Drohungen. Schon das ist schlimm genug als Zustandsbeschreibung für unser Land. Wir empören uns aber deshalb nicht nur über diejenigen, die über Jahre gehetzt haben, bis der Hass in Gewalt und dann in den Mord mündete, und diejenigen, die sogar zustimmend auf den Mord an Walter Lübcke reagierten, sondern wir müssen auch darauf aufmerksam machen, dass der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke bei einer Partei offenbar regelmäßig zu Gast war, dass er sie mit Spenden und sogar im Wahlkampf unterstützte. Für deren Oberfaschisten Björn Höcke hat er sich so sehr begeistert, dass er über Jahre hinweg an dessen Veranstaltungen teilnahm. Wir erinnern aber auch an die zahlreichen weiteren Gewalt- und Hassopfer von Stefan Ernst. Er hatte zuvor mindestens ein Haus einer türkischen Familie angezündet, mehrere Migranten aus purem Hass schwer verletzt, eine Bombe vor einer Asyleinrichtung gelegt und möglicherweise sogar weitere Mordversuche begangen. Auch der heimtückige Messerangriff auf Ahmed E. wird nun im Prozess in Frankfurt als Mordversuch angeklagt, während der Täter ihr irgendwas mit Deutschland schrie, hat er ihn im Hinterhalt niedergestochen. Er wurde so schwer verletzt, dass ein normales Leben bis heute kaum möglich ist. Ihnen allen schulden wir nicht nur Aufklärung, sondern ein Versprechen, alles zu tun, damit sich derartiges nicht wiederholt. Hessen ist von dramatischen Folgen des Rechtsrucks seit 2015 besonders betroffen. Wir denken auch an die zahllosen Verfahren gegen Reichsbürger, Online-Hetzer bis hin zu NSU 2.0-Drohungen, den rassistischen Mordversuch von Wächtersbach, die Rechtsterrorverfahren gegen Combat 18 und die Aryans und an den rassistischen Anschlag von Hanau mit 9 aus purem Rassismus getöteten Menschen, der uns alle erneut so schwer erschüttert hat. Der Mord an Walter Lübcke steht also in einem Kontext. Es braucht mehr als strafrechtliche Aufklärung in Frankfurt. Es braucht auch viele, viele Menschen, die entschieden gegen Gewalt und Hetze aufstehen und sich mit den Opfern solidarisieren. Und es braucht einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Denn es ist schlichtweg nicht zu begreifen, warum seit Jahrzehnten aktive und militante Neonazis, die von NPD bis AfD, von Kameradschaften bis zu den Identitären, über Online-Foren bis Kagida unbeobachtet aktiv auftreten konnten, gleichzeitig ein massives Strafregister samt Waffen- und Sprengstoffhinweisen hatten und bei denen Verbindungen zum NSU-Komplex vorliegen.
Warum ausgerechnet diese Personen angeblich vom Radar der Behörden verschwinden konnten und in 2015, 2016 als abgekühlte Rechtsterroristen bezeichnet wurden, ist vollumfänglich aufzuklären. Vollumfänglich aufzuklären. Stefan E. und Markus H. blieben auch nach dem Auffliegen des NSU aktive Neonazis. Inzwischen musste ja eingeräumt werden, dass über sie auch nach 2009 entsprechende Hinweise vorlagen. Dennoch wurde in ihre Geheimdienstakten in 2015, 2016 intern gelöscht. Gleichzeitig konnten sie sich bewaffnen, Schießübungen durchführen und zu den Urhebern der Hetzkampagne gegen Walter Lübcke werden. Selbst als Lübcke unter Polizeischutz gestellt wurde, hat niemand geprüft, wer denn die Hetzkampagne gegen ihn losgetreten hat, obwohl das ein leichtes gewesen wäre. Die Stadt Kassel bat um Hinweise, um Markus H. keine Waffenberechtigung erteilen zu müssen. Doch der Geheimdienst lieferte diese Hinweise nicht. Schon im NSU-Komplex wäre Markus H. 2006 intensiv zu prüfen gewesen, weil er sich auffällig verhielt. Doch auch das ist nicht geschehen. Im NSU-Ausschuss habe ich 2015 explizit nach der besonderen Gefährlichkeit von Stefan Ernst gefragt. Ich habe auch gefragt, wo die Akten sind, ob er weiter aktiv ist und ob er als Rechtsterrorist in Betracht kommt. 2015. Aber man hat mich bei allen diesen Fragen ins Leere laufen lassen. Keinerlei Erkenntnisse, alles zu lang her, keine Akten mehr da. Dabei lag alles damals doch vor. Die Frage ist deshalb nicht mehr ob, sondern warum trotz NSU-Desaster bei den Behörden schon wieder etwas schiefgelaufen ist. Ich möchte, dass geklärt wird, wer dafür verantwortlich ist, wer politische Verantwortung übernimmt und welche strukturellen Konsequenzen wir endlich daraus ziehen. Noch mehr Geld in den Geheimdienst und die Reden des Innenministers lösen das Problem offensichtlich nicht. Es geht um das ganze Umfeld der mutmaßlichen Täter, sowohl in Bezug auf Waffenhandel als auch auf die zahllosen, oftmals ungesühnten Straftaten in ihrem Umfeld. Zuletzt will ich sagen, schon im NSU-Ausschuss wäre es notwendig gewesen, dass alle Fraktionen an einem Strang ziehen. So war es aber leider nicht. Und das hat tiefe Wunden und reihenweise offene Fragen hinterlassen, die sich nun erneut stellen. Wir haben im Vorfeld mit allen demokratischen Fraktionen über den Einsetzungsantrag beraten. Das war konstruktiv und wichtig. Und die CDU bricht erstmals mit einem Dogma, nämlich niemals einem Antrag zuzustimmen, auf dem die Linke steht. Ich halte dieses CDU-Dogma zwar für absurd, denn sie behindern sich damit nur selbst, aber ich will anerkennen, dass sie jetzt erstmals damit brechen. Der Anlass ist der richtige. Allerdings habe ich nach Ihrer Rede, Frau Klaus, doch Zweifel, dass, und es lässt mich Schlimmes befürchten. Es scheint so, als ob es eine Fortsetzung des Streits wie im NSU-Untersuchungsausschuss geben soll. Ihre konfrontative Rede lässt sicher nicht nur bei mir großen Zweifel am Willen der CDU, das Behördenversagen rückhaltlos aufzuklären, erkennen. Lassen Sie mich dennoch mit der Bitte schließen, dass der Untersuchungsausschuss zügig beginnt, dass die Akten schnell, lückenlos und ungeschwärzt vorgelegt werden und Verfahrensfragen nicht als Machtfragen ausgetragen werden. Die Antwort auf die Frage, ob Straftaten hätten verhindert werden können, ist wichtig. Aber sie muss endlich zu Konsequenzen für einen erfolgreichen Kampf gegen Hetze, Hass, Rassismus und Gewalt führen. Fangen wir also an. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Schaus. Für die Landesregierung hat sich der Staatsminister Beuth zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der schreckliche Mord an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke hat Hessen erschüttert. Er hat die Landesregierung, uns alle erschüttert. Er hat auch mich erschüttert. Diese Tat hat uns zutiefst getroffen. So wie ich haben viele von Ihnen Walter Lübcke bis 2009 hier im Landtag als Kollegen und Freund erlebt. Als Regierungspräsident war er der Repräsentant unseres Staates in Nordhessen. Und was für ein Repräsentant! Diese Funktion hat er mit Leib und Seele erfüllt und tagtäglich gelebt. Er hat die Rolle in einer besonderen, ihm ganz eigenen Art ausgefüllt. Mir hat es immer große Freude gemacht, das zu erleben bzw. mitzuerleben. Der mutmaßlich aus rechtsextremistischem Hass heraus begangene Mord hat uns diesen authentischen und wie zupackenden Mitstreiter und Vertreter unseres Landes genommen, seine Familie, Freunde und Kollegen schockiert und trauernd zurückgelassen. Die Tat ist eine tiefe Zäsur für ganz Deutschland. Erstmals seit den niederträchtigen Morden der RAF ist ein Repräsentant unseres Staates und unserer freiheitlichen Demokratie offenbar gezielt und aus niederträchtigen Motiven zum Opfer rechtsextremistischen Terrors geworden. Der Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassenwahn und rechten Hass ist konstituierend für den Schutz unserer gemeinsamen Werte. Für diese gemeinsamen, unantastbaren Werte ist Walter Lübcke eingestanden, auch wenn es unbequem war. Dass er mutmaßlich deshalb zum Ziel und Opfer eines rechtsextremistischen Mordes wurde, macht klar, dass diese Tat unserer Demokratie, und unseren Werten in Gänze galt. Daraus ergibt sich für jeden Demokraten die Pflicht, sich mit dieser Tat auseinanderzusetzen und alles daran zu setzen, Rechtsextremismus und Hass zu bekämpfen. Auch für jeden Demokraten hier in diesem Hause folgt auf diese Tat die Pflicht, dass sich neben der rechtsstaatlichen Aufklärung der Tat, die nunmehr vor dem Oberlandesgericht Frankfurt stattfindet, auch das Parlament mit diesem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord an einem herausragenden Repräsentanten unseres Staates befasst. Es gibt dabei niemanden, das hat Frau Claus gerade eben schon vorgetragen, der ein größeres Interesse an der Ermittlung der Tat und Tatumstände hat als seine Freunde und seine politischen Freunde. Eines möchte ich aber bei aller kritischen Betrachtung betonen. Unser Freund Walter ist von dem mutmaßlichen Täter Stefan E. getötet worden. Er und sein mutmaßlicher Mittäter Markus H. müssen sich für die Tat verantworten. Sie stehen vor dem OLG, und Sie erwarten Ihr gerechtes Urteil. Ich habe stets betont, übrigens schon im letzten Jahr, dass ich eine solche an der Sache orientierte parlamentarische Befassung nach Kräften unterstützen werde. Ein Untersuchungsausschuss ist zwar in erster Linie ein politisches Instrument der Opposition, doch parteipolitische Interessen haben angesichts der Tat, dem Andenken an unseren Kollegen und zum Schutz unserer Demokratie hier in den Hintergrund zu treten. Jeder Parlamentarier, dem es ernst ist mit unserer Demokratie, sollte bei der nun anstehenden parlamentarischen Befassung aufrichtig vom gemeinsamen Konsens angetrieben sein, dass unsere Demokratie jeglichen Rechtsextremismus mit allen Mitteln bekämpfen muss. Ich werde diese parlamentarische Arbeit mit Nachdruck unterstützen, die eine konstruktive Zielrichtung verfolgt, um den Kampf gegen rechtsextremistische Gewalttäter weiter zu verbessern. Ich sage auch, ich und die Sicherheitsbehörden führen diesen Kampf bereits entschlossen, ich als Demokrat und Innenminister mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Diesen Kampf führen auch unsere Sicherheitsbehörden tagtäglich. Die hessischen Sicherheitsbehörden führen ihn stets auch selbstreflektierend und mit dem Ziel,
ihre Arbeitsweisen stetig zu optimieren. Im Untersuchungsausschuss werden vermutlich Sachverhalte beleuchtet, die teils bis in die 1990er Jahre hineinreichen. Deshalb sei auch angemerkt, seither hat sich vieles getan. Die Arbeitsweisen der Sicherheitsbehörden wurden seither stetig modernisiert und weiterentwickelt. Dennoch kann der kritische Rückblick zu weiteren Optimierungen beitragen. Ich habe bereits unmittelbar nach der Verhaftung des dringend Tatverdächtigen gesagt, dass wir uns sehr genau ansehen werden, welche Lehren aus den Ermittlungsergebnissen zu ziehen sind. Dort, wo ich Verbesserungsbedarf festgestellt habe, haben wir die Sicherheitsbehörden bereits neu aufgestellt. Dort, wo wir im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte einen möglichen Missstand ausgemacht haben, haben wir ihn unmittelbar abgestellt oder aber durch unsere Modernisierungsschritte der letzten Jahre bereits völlig neue Verfahrenswege bei den Sicherheitsbehörden etabliert. Eine Aufzählung darüber würde den Rahmen dieser Debatte sprengen. Die Kollegen im Innenausschuss sind sie aber alle bekannt. Doch sei zumindest darauf hingewiesen, dass bereits unmittelbar nach dem Mord an Walter Lübcke das Landesamt für Verfassungsschutz eine umfangreiche Aktensichtung angestoßen hat, damit relevante Akten schnellstmöglich dem Generalbundesanwalt für seine Ermittlungen zur Verfügung gestellt werden konnten. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Ermittlungsbehörden dadurch selbstverständlich aktiv und konstruktiv unterstützt. Das LfV hat zugleich eine neue Einheit geschaffen, um Personen, die sich über einen längeren Zeitraum unauffällig verhielten, nochmals einer gesonderten Prüfung zu unterziehen, bevor Daten über sie womöglich aus den Systemen der Verfassungsschutzbehörden entfernt werden müssen. Dies ist eine Konsequenz daraus, dass über den mutmaßlichen Täter seit 2009 keine Erkenntnisse im Verfassungsschutzverbund registriert und seine Akte in der Folge 2015 gemäß den damals geltenden Regelungen gesperrt wurde. Allein daran zeigt sich, dass das LfV sehr lösungsorientiert an spezifischen Stellen seine Arbeitsweise weiter optimiert hat. Dass dort die Gefahr des Rechtsextremismus, also im Landesamt, ernst genommen wird, hat der Präsident bei allen vergangenen Vorstellungen der Jahresberichte des Landesamtes mehr als deutlich unterstrichen. Auch organisatorisch wurde das LfV 2016 eine eigene eigenständige Abteilung zur Bearbeitung von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus geschaffen. Die fachlich-analytische Kompetenz in diesem Bereich wurde dadurch verstärkt. Das Personal der Abteilung Rechtsextremismus wurde seither verdreifacht. Bei der hessischen Polizei haben wir eine besondere Aufbauorganisation gebildet, um den Druck auf die rechte Szene in Hessen durch gezielte polizeiliche Kontroll- und Durchsuchungsmaßnahmen zu erhöhen. Hessen hat heute eine moderne Polizei. Wir haben das Landesamt für Verfassungsschutz massiv gestärkt und modernisiert. Wir haben es von Grund auf umgebaut, operativer ausgerichtet. Dieser Modernisierungsprozess der Sicherheitsbehörden ist nicht abgeschlossen. Der wichtigen Aufgabe geschuldet, werden wir diese Modernisierung auch künftig mit Nachdruck fortführen. Der Beitrag, den die parlamentarische Befassung mit dem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord an Dr. Walter Lübcke dazu leisten kann, wird dabei selbstverständlich mit einfließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind jetzt am Ende der Aussprache angekommen, obwohl es sich bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses um ein Minderheitenrecht handelt. Wenn das entsprechende Quorum von 1/5 der Mitglieder erfüllt ist, muss eine Abstimmung erfolgen. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses durch den Landtag und die Festlegung des Untersuchungsthemas ist auch bei einem Antrag einer qualifizierten Minderheit ein förmlicher Plenarbeschluss notwendig. Dies ist auch ein Gebot der Rechtssicherheit, da im Hinblick auf die weitreichenden Befugnisse des Untersuchungsausschusses Klarheit über den Untersuchungsgegenstand bestehen muss. Deswegen lasse ich jetzt über den dringlichen Antrag mit der Drucksache Nummer 203080 abstimmen und frage, wer ist für die Annahme des Antrags? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und der AfD. Das ist das ganze Haus. Dann ist der Antrag angenommen bei Nichtteilnahme der fraktionslosen Abgeordneten Walter.
Der Untersuchungsausschuss ist somit eingesetzt und der Gegenstand der Untersuchung festgelegt.